die sich nach wie vor treffen, die sogar Corona-Partys feiern und ähnliches mehr. Das ist unverantwortlich. Und um nun die sozialen Kontakte weiter einzuschränken und damit auch die weitere Ausbreitung dieses Virus, haben wir heute Morgen zwei Dinge beschlossen, über die ich Sie besonders unterrichten möchte. Zum einen, wir haben festgestellt, dass gerade auch vor Gaststätten und Restaurants sich immer wieder viele Menschen treffen, in den Cafés beieinander sitzen. Das kann so nicht länger verantwortet werden. Und deshalb wird mit Wirkung ab morgen 12 Uhr werden diese Einrichtungen geschlossen. Es wird weiterhin möglich sein, sich dort Essen zu bestellen, Lieferservice zu haben. Also die Versorgung ist sichergestellt, aber Aufenthalt in Gaststätten, Restaurants etc. wird dann nicht mehr möglich sein. Zum anderen möchte ich Sie darüber unterrichten, dass wir eine zweite Maßnahme beschlossen haben. Sie wissen, wir hatten zunächst einmal vor einer Woche uns mit 100 Menschen pro Ansammlung begnügt. Wir stellen fest, dass das nicht genügt. Und deshalb gilt ab morgen, also ab 0 Uhr heute Nacht, dass Versammlungen, dass Zusammenkünfte auf öffentlichen Orten, öffentlichen Wegen, Plätzen, Parks nur noch mit maximal 5 Personen erlaubt ist. Das ist die Grundregelung und wir gehen davon aus, dass dies deutlich dazu beiträgt, die weitere Ausbreitung dieses Virus einzudämmen. Ich bitte alle noch einmal um Verständnis. Wir wissen, dass das eine Einschränkung ist, sie ist aber nötig. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich bitte jetzt den Gesundheitsminister Kai Klose. Ja, auch von mir einen guten Tag. Ich will vielleicht eingangs anknüpfen an das, was der Ministerpräsident gesagt hat, Sie darauf hinweisen, dass wir Stand heute in Hessen eine Zahl von 962 bestätigt infizierten Personen verzeichnen und, wie Sie wissen, ja auch die beiden ersten Todesfälle zu beklagen haben, die auf Covid-19, also die Erkrankung, die von dem Virus SARS-CoV-2 ausgelöst wird, zurückzuführen sind. Das veranlasst uns, nochmal einschneidendere Maßnahmen zu ergreifen, wie sie der Ministerpräsident soeben vorgestellt hat. Wir haben in den letzten Tagen ja eine zunehmende Verschärfung unserer Verordnungen gesehen. Das ist in der Tat keine leichte Entscheidung und in einer freien und demokratischen Gesellschaft wie unserer fällt sie natürlich besonders schwer. Es gehört aber auch dazu, dass wir an alle Menschen appellieren und das gilt ausdrücklich nicht nur für die Risikogruppen der Älteren und Vorerkrankten, sondern ausdrücklich für alle an dieser Stelle auch ihrer persönlichen Verantwortung nachzukommen. Individuelle Freiheit, wie wir sie alle gerne genießen in unserer Gesellschaft, gibt es nicht ohne individuelle Verantwortung. Okay. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Meine Bitte wäre, dass sich diejenigen, die Fragen haben, kurz melden, Name und Medium. Ich sammle dann die Fragesteller und frage dann der Reihe nach ab. Bitte schön. Entweder höre ich die Frage nicht oder es hat keiner Fragen. Frau Löbecke, ich sehe Frau Löbecke. Und wer war die Nächste? Frau Löbecke. Frau Löbecke, Frau Wellstein. Heidi Radwilas. Holle Radwilas. Noch einer? Gut, keiner. Dann fangen wir an mit Frau Löbecke. Bitte schön. Ja, Herr Bouffier, meine Frage wäre, wie schätzen Sie das ein? Wann könnten denn Ausgangssperren kommen? Wir haben gestern mit der Bundeskanzlerin gemeinsam alle Regierungschefs lange beraten. Wir wollen diese Frage noch einmal am Sonntag miteinander beraten. Und die Ausgangssperre ist eine der letzten Maßnahmen, die man treffen kann. Sie ist auch nicht unproblematisch, weil viele Fragen sich dann anschließen, die man auch regeln muss. Und ich setze jetzt erst einmal auf das, was wir hier machen. Schauen Sie, man muss auch sehen, wenn Sie eine Ausgangssperre machen, dann darf niemand mehr raus.
Dann sind Familien unter Umständen über längere Zeit darauf angewiesen, in ihrer Wohnung zu bleiben. Da ist nichts mit Kinderspielplatz, da ist nichts auf die Wiese gehen, dann sind sie einfach drin. Oder sie müssen eine Fülle von Ausnahmeregeln wieder machen. Deshalb muss man sich das überlegen und ich will mich auch daran halten. Wir haben gestern miteinander vereinbart, dass wir das noch einmal beraten wollen. Und ich glaube, es macht auch Sinn. In dem Zusammenhang muss man sehen, es gibt einige Länder wie Bayern oder Saarland, die sind durch die Grenzsituation aus den Nachbarländern ganz besonders unter Druck. Das ist bei uns in der Weise nicht der Fall. Also, deshalb, ich will jetzt nicht spekulieren, die Frage ist in der Diskussion bei uns, aber wenn Sie schauen, was wir jetzt gerade beschlossen haben, setze ich darauf, dass das wirkt. Und im Übrigen darf man nie darauf verzichten, den Menschen zu sagen, bitte verhaltet euch vernünftig. Wenn ich das noch vielleicht hinzusagen darf, die 5, das ist die Grenze. Wenn es allerdings Familien gibt mit mehr als 5 Angehörigen, also sie haben 4 Kinder und Eltern, dann sind die 6, dann gilt das für die natürlich nicht. Die, die in einem Familienhaushalt zusammenwohnen, die wären dann ausgenommen. Wenn in einem Bus 7 Leute sitzen, dann müssen nicht 2 aussteigen. Also öffentliche Orte, öffentliche Plätze, das ist das, worum es uns im Wesentlichen geht. Und ich glaube, das wird Wirkung entfalten. Vielen Dank. Als nächstes dann Frau Wellstein. Wie soll das denn alles überwacht werden, Herr Bouffier? Wenn Sie da jetzt die Polizei losschicken und Versammlungen auflösen über 5 Personen? Und wird es Bußgelder geben? Es wird Bußgelder geben. Und ich setze zunächst mal auf die Vernunft der Menschen. Es ist völlig klar, wir können die Polizei nicht nur zur Überprüfung solcher Sachverhalte einsetzen. Die haben ja jede Menge anderes auch zu tun, aber wir werden auch, die Polizei wird sich dieser Aufgabe zuwenden, genauso die Ordnungsbehörden, das sind die kommunalen. Und wir haben ja auch bei den Schließungen, die wir vorgenommen haben bei Geschäften, einzeln dann geschlossen, wenn sie einfach sich nicht an die Regeln gehalten haben. Aber bevor wir mit der Polizei arbeiten, arbeiten wir jetzt erst einmal mit dem Appell an die Vernunft, auch an die Solidarität untereinander. Jeder hat doch mit Sicherheit den Wunsch, nicht selbst angesteckt zu werden und unter Umständen schwer krank zu werden oder seine Familienangehörigen. Wenn dieser Wunsch handlungsleitend ist, glaube ich, dass wir die Umsetzung schon ein gutes Stück mit Vernunft hinbekommen und nicht nur mit der Polizei. Vielen Dank. Als nächstes dann Herrn Holler. Bitte schön, Herr Holler. Guten Tag aus Frankfurt. Wir hören von zum einen von Kollegen, die auf Tests warten, aber von vielen anderen auch, die entweder den Test nicht machen konnten oder auf die Ergebnisse relativ lange warten. Und da wundern wir uns dann über die Fallzahlen gegenwärtig der Infizierten. Wie aktuell sind diese? Mit welcher Verzögerung kommen diese an? Sind die mitunter ein paar Tage schon alt? Und wie ist die Schätzung, wie viele Corona-Infizierte es bislang in Hessen gibt? Vielen Dank. Ich würde Herrn Klose bitten, diese Frage zu beantworten. Also eine Schätzung, um von hinten anzufangen, Herr Holler, kann hier keiner abgeben, weil niemand weiß, wie hoch die Zahl der Menschen ist, die vielleicht auch gar keine Symptome zeigen, das wissen wir ja, und damit ja auch nicht getestet werden. Es bleibt bei den sehr harten Kriterien nach dem Robert-Koch-Institut. Getestet wird, wer Krankheitssymptome aufweist und entweder Kontakt zu einer bestätigt infizierten Person hatte oder in einem der Risikogebiete unterwegs war. Das sind auch nach wie vor die Menschen, die bei den Testzentren dann mit eben einem solchen begründeten ärztlichen Verdacht ankommen. Wir wissen, dass es teilweise Engpässe gibt. Die sind dadurch begründet, dass es aber auch schwierig ist, sowohl mit den personellen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, denn diese Tests müssen ja von ärztlichem Personal durchgeführt werden, als auch Engpässe bei dem einen oder anderen Labor. Wir sind aber guter Dinge, die Kapazitäten auf der Laborseite in jedem Fall ausweiten zu können. Und wenn wir dazu kommen, dass die strikten Kriterien für diejenigen, die getestet werden, tatsächlich eingehalten werden und die Menschen nicht mehr einfach selbstständig dahin gehen und sagen, ich möchte jetzt mal Gewissheit haben, dann kommen wir auch gut mit den Kapazitäten der Testzentren hin. Das ist aber die Voraussetzung dafür. Bitte lassen Sie die Kapazitäten der Testzentren auch für diejenigen, die
tatsächlich schwere Symptome oder Symptome zeigen, damit wir die Erkrankten besonders gut versorgen können. Vielen Dank. Und jetzt habe ich noch Frau Radwilas. Bitte schön. Ich grüße Sie. Guten Tag. Könnten Sie noch ein bisschen was zu den Bußgeldern sagen, wie hoch die ausfallen könnten, was droht, wenn sie denn dann kommen? Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht genau sagen. Die klassischen Bußgelder bewegen sich in dem Bereich, wie wir sie im Verkehrsrecht auch haben. Da werden wir mit Maß und Ziel handeln. Wir sind gerade dabei. Und wir haben eine Rechtsfrage, die ist bisher nicht befriedigend gelöst. Was machen wir eigentlich mit jemand, der sich wiederholt, widersetzt den Anforderungen? Bisher gibt das Gesetz noch keine Chance her, das Bußgeld drastisch zu erhöhen. Also wir bleiben im Bußgeldrahmen. Gehen Sie mal davon aus, das wird in der Größenordnung zwischen 100 und 300 Euro liegen. Vielen Dank. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen vor. Darf ich noch, Knaier? Herr Knaier, gibt es außer Herrn Knaier noch jemanden, der eine Frage hat? Gut, dann Herr Knaier, last but not least. Bitte schön. Auch an Herrn Klose. Zahlen sind ja jetzt so hoch, dass sie nicht mehr veröffentlichen, wie der Verlauf ist. Früher hieß es immer, die meisten sind in häuslicher Quarantäne und haben milde Symptome. Ist das jetzt nur eine Kapazitätsfrage oder kann man davon ausgehen, dass auch die Schwere der Erkrankungen jetzt öfter deutlicher ist als bisher? Es ist tatsächlich, also vielleicht nochmal kurz zu diesen Zahlen. Wir orientieren uns ja strikt an den Zahlen, die auch an das RKI gemeldet werden, sodass da auch keine Abweichungen zwischen dem, was das RKI für Hessen veröffentlicht und dem, was wir als oberste Gesundheitsbehörde für Hessen veröffentlichen, entsteht. Das ist auch ganz wichtig, weil es sonst nur zu Irritationen beiträgt. Es ist schlicht so, dass die Gesundheitsämter ja unter Volllast arbeiten, das wissen Sie, und zwar schon seit einigen Wochen. Das heißt, im Moment kriegen wir es gut hin, die Zahlen nachzuziehen, sodass die Veröffentlichung auf dieser Plattform des RKI regelmäßig passiert. Aber die konkreten Einzelfälle jetzt noch alle zu beschreiben, also sozusagen, wie war der Infektionsweg, was wir am Anfang machen konnten, als wir uns im zweistelligen Bereich bewegt haben, das ist schlicht bei der Zahl der Fälle so nicht mehr leistbar. Es ist nur darauf zurückzuführen. Vielen Dank. So, abschließend darf ich noch darauf hinweisen, dass der genaue Wortlaut der Verordnung im Laufe des späten Nachmittags wieder auf hessen.de eingestellt wird. Könnte auch Abend werden. Später Nachmittag gegen Abend hin. Dann darf ich Ihnen trotz allem noch einen schönen Tag wünschen und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gleichfalls. Dankeschön. Danke. So. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Aktuelle Meldungen und alle wichtigen Informationen zum Coronavirus sind ständig abrufbar auf hessenschau.de und in allen Nachrichtensendungen im Hörfunk und